Tipps, um zufriedener und glücklicher zu sein? Sehr gute Frage. Boah, ich lese ja im Moment extrem viele Bücher und ich bin ja auch so jemand, man ist ja die ganze Zeit auf der Suche, der Tipp, der einen glücklich macht, der Tipp, der einen mehr zufrieden oder zufriedener macht und das Leben besser macht. Und ich glaube, sowas, klar, es gibt verschiedene Gewohnheiten, die man braucht, um das wirklich zu haben, glaube ich, aber im Endeffekt kommt alles von innen. Also egal in welcher Situation man ist, die Situation kann noch so schlecht sein, aber wenn man das für sich raus hat, was man braucht und wie man solche Situationen angeht, dann glaube ich, kann man auch in den schlechtesten Situationen zufrieden sein, weil sich das immer wieder wandelt. Ja, das ist es, wie die Wolken kommen und gehen, wie der Regen kommt und geht und der Sonnenschein. So ist es auch mit Gefühlen und Lebenssituationen, dass es normal Fakt ist, dass ein Tief kommt und nach dem Tief wieder ein Hoch oder extrem, extrem tief und dann kommt noch ein Tief und du denkst, es hört gar nicht auf, doch, es hört aber auf. Ja, aber natürlich auch an sich selber zu arbeiten und mit sich im Reinen zu sein, das ist der Ursprung des Glücklichsein. Und das fängt, finde ich, mit mentaler Gesundheit an, mit sich selbst auseinandersetzen und Ruhe für sich finden. Ich glaube, 10, 15 Minuten Ruhe zu finden, einfach so seine Gedanken stillzulegen, also zu meditieren oder ein bisschen Yoga zu machen. Oder man sagt ja auch selbst, wenn einem das Meditieren schwerfällt, beim Staubsaugen, wenn man nur beim Saugen ist und nicht beim Staubsaugen sagt, jetzt muss ich noch den Müll rausbringen und noch was kochen und hier dies und das, das ist schon wieder so Überforderung für den Geist. Aber wenn man nur staubsaugt, dann kann das auch die pure Meditation für den Kopf sein. Ja. Absolut. Und einfach zu akzeptieren, dass es nicht immer gut laufen kann. So dass man auch, wie ich schon gesagt habe, die schlechten Momente auch als positiv sieht, weil man daraus lernen kann. Oder einfach auch zu akzeptieren, dass es gerade so läuft und an sich zu arbeiten, damit es wieder besser läuft. Und ich hatte da schon ganz, ganz viele Phasen. Und das ist einfach so ein Auf und Ab. Manche Dinge passen einem, manche Dinge passen einem nicht. Und derjenige, der jetzt in einer nicht so einfachen Situation ist, denkt sich, ja, es lässt sich leicht sagen, aber ich glaube, jeder kann es von sich behaupten, dass er in einer schwierigen Situation steckt, aber in dem Moment das nicht noch dunkler und dramatischer zu sehen, sondern zu sagen, hey, alles hat irgendwie seinen Grund, warum die Dinge so kommen, wie sie kommen und auch diese unglückliche Situation gerade hat einen höheren Sinn und am Ende des Tages einen positiven Effekt auf dich. Von daher, keep calm. Ja, und es fängt immer mit einem selbst an. Das will ich noch kurz hinzufügen, weil wenn es schlecht läuft, das sagen wir auch immer, es ist immer eine Spirale. Du hast das gemacht. Das ist eine Spirale und die geht immer weiter nach unten. Und wenn man nicht von sich selbst aus Stopp sagt, dann geht es noch weiter nach unten. Und irgendwann kommt so der Moment, da sagt man Stopp und jetzt will ich wieder, dass es besser für mich läuft. Und dann findet man auch die Dinge, die einem helfen und dann kommen die Dinge auch auf einen zu, Türen öffnen sich und dann geht es wieder nach oben. Woher wusstet ihr, dass ihr füreinander bestimmt seid? Oh. Wow. Kann ich das anfangen? Ja, fangen. Also als ich André kennengelernt habe, war das nicht so, oh mein Gott, ich bin so verliebt. Und es war nicht so, gar nicht mein Fall, sondern es war, als hätte ich einen ewig langen Freund getroffen. Und das hat sich null komisch angefühlt. Wir haben so viele Themen gehabt und wir konnten in die Nacht reden. Und irgendwann war das so eine Entwicklung über ein, zwei Monate. Ich bin dann auch mal nach Hawaii geflogen für einen Monat. Das war mein ewig langer Traum und das habe ich auch gemacht. Und das war nochmal für mich irgendwie eine spirituelle Reise. Und als ich mich mit anderen wieder getroffen habe, kam es mir so wie in den Sinn, so, diesen Mann wirst du heiraten und von diesem Mann kriegst du ein Kind. Das hat man einfach im Gefühl. Und wenn man nie daran geglaubt hat, an die Bestimmung oder dass man genau weiß, wenn du den richtigen Partner triffst, dass es er genau ist, dann kann ich euch sagen, doch, es gibt diesen Moment und es gibt diesen einen Menschen, der für euch bestimmt ist und eure große, große Liebe sein wird. Genau, und dann bin ich mit diesen Gedanken sofort zu meiner Mama gerannt, habe ihr das erzählt und meine Mama sagt, ja, das wird so sein. Und so kam es dann auch. Und natürlich habe ich ihn dann nicht überfahren mit meinen Gedanken. Ich habe ihm erstmal nur gesagt,
Ich weiß, dass wir eines Tages heiraten werden. Ich glaube, das hat dich schon erschreckt. Oh Gott. Wir waren mit im den Restaurant Kindern gesessen. Pausiert, ja. Wir waren im Restaurant gesessen und dann hast du es mir erzählt, was du deiner Mutter gesagt hast. Das ist so. Alright. Okay, dann lass es zusammenkommen. Dann soll es so sein. Wir waren gerade noch nicht so. Sind wir zusammen oder sind wir nicht zusammen? Aber an dem Tag, an dem Abend sind wir zusammengekommen, der 13. Genau. Was für mich immer ein schlimmer Tag war, Freitag der 13. Oh Gott, aber glaube, ich habe Angst. Und also genau den Tag sollten wir für uns nehmen, weil es so besonders ist. Genau. Und uns das Gegenteil von beweisen. So sieht's aus. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, ich meine, meine Story war so, wir waren in Dortmund gesessen und sind ins Restaurant gegangen und das Restaurant hat eigentlich schon zu. Wir waren immer noch da gesessen und es ging bis 2, 3 Uhr und ich konnte noch nie mit irgendeiner Person so tief reden wie mit dir. Und es war tiefer und tiefer und tiefer. Und alles. Du hast den Grund gar nicht mehr gesehen. Ja, ich habe alles erzählt, was mir auf der Seele lag. Und das ist ja wirklich selten, dass man das macht. Und selbst mit den Eltern oder mit seinen besten Freunden macht man das ja nicht, weil man ja schon so ein gewisses Schamgefühl dann auch hat, seine ganzen Ängste und seine ganzen Dinge rauszulassen und wie ich konnte das bei dir machen und du konntest das wirklich auffangen und mir so deine wirklich ehrliche Antworten geben und sowas spürt man ja dann auch. Und das war so der Moment, da habe ich gewusst, so okay, you have to fight for this girl. Ja, und von da an fordert er mich immer heraus mit tiefsinnigen Dingen, also er ist ein sehr tiefsinniger Mensch und hinterfragt super viel und zu viel manchmal. Manchmal ja, zu viel. Und einfach sagt, hey, lass einfach los und genieße es und lebe in den Tag hinein. Und ja, aber das hat natürlich auch seine schönen Dinge, weil ja, auf der einen Seite schöne Dinge, weil man ist, ja, vieles Neues auch sich erlernen will oder ausprobiert, aber auch in manchen Dingen ist es dann auch ein bisschen stressig, weil man oft gar nicht in dem Moment ist, in dem man gerade lebt, sondern schon viel mehr Gedanken hat, was passiert, was ist da. Und ja, deswegen, das ist alles ein Prozess und ich versuche auf dem Weg zu sein. Hm. Morgens oder Abenddusche? Beides. Beides, ja. Du duschst 5-mal am Tag, weil du sehr viel Sport machst und schwitzt. Ja, nein, und im ich Moment schwitze auch mit Kai, wenn wir jetzt hinterher rennen. Aber ich habe jetzt die Frage ausgesucht, weil du bestimmt viel Spannendes dazu zu erzählen genau, hast. Genau, genau, das ist gut. Na, ich habe vor 2 Wochen oder vor einer Woche mir eine Dokumentation angeschaut über einen Menschen, der ist ein Holländer, der heißt Wim Hof, man nennt ihn den Iceman, der an der Arktis schwimmt und man sagt ihm, der kann sein Immunsystem steuern, der wird niemals krank durch die Kälte und Atemtechnik. Und seit einer Woche, bisschen mehr als einer Woche, gehe ich jeden Morgen in ein Eisbad und lasse die Badewanne komplett voll eiskaltes Wasser und lege mich da 5 bis 10 Minuten rein, versuche seine Atemtechniken zu machen und es ist schon faszinierend, wenn man auch eine kalte Dusche, du merkst es ja auch, wenn ich dich dazu zwinge, dass so eine kalte Dusche oder ein Eisbad, wenn man mal komplett drin ist, was es einem mit dem Körper macht, die Durchblutung und ja, ist bis jetzt faszinierend und ich mache das weiter und mal schauen, wie effektiv das bei mir ist, also wenn es jemand schauen will. Ja, Wim das Hof. Ist super spannend, ja, Wim das Hof kann ich bestätigen ich. Und wo wir schon bei Beziehungen sind, das finde ich halt auch immer toll, dass wir uns gegenseitig immer zu neuen Dingen anregen, der ist zum Beispiel, kam jetzt an und sagt, wir müssen jetzt kalte Bäder machen und ich habe es bis jetzt nur bis zum Knien gebracht, aber das ist halt auch ein Effekt, auch wenn man nur seine Füße und Hände im kalten Wasser für ein paar Minuten einsteckt und du bist sofort wacher und hast nicht so diesen, oh, ich komme nicht in den nächsten Gang oder ich bin so dizzy im Kopf. Ohne meinen Kaffee, ja. Ich sage immer so, ich brauche meinen Kaffee, um in den ersten Gang zu kommen. Und dann machen wir schon Witze. So. Ja, dass du sagst, dieses Cloudy, wenn du so ein bisschen so betrübt, wie sagt man, betrübt? Ja. So trüb fühlt, ja. So im Kopf, dass es so ein bisschen, ja, bisschen träge und sowas. Und dann mal eine Minute und dann das kälteste Wasser, das du findest, mal schauen, wie du dich dann fühlst. Also bei mir hilft's. Ich fühle mich dann ein bisschen klarer und ich kann meine Gedanken besser sortieren und ohne, dass man so ein bisschen drin hängt. Ja. Ja.
ein Versuch ist wert, das ist wie bei allen Dingen. Einfach aber nicht nur einmalig, sondern natürlich ja, über die Konstanz Zeit. Ne? Ist bei Konstanz allen ist Dingen the key. The key, ja. Ja. Eine Frage habe ich rausgesucht, was nervt euch am meisten gegenseitig? Gar nicht jetzt, um auf die negativen Dinge einzugehen, sondern ich will gar nicht aufzählen, was mich an anderen nervt und du hoffentlich auch nicht, weil es gibt zig Dinge, die uns gegenseitig aneinander nerven, aber darum soll es nicht gehen in einer Beziehung, sondern positive Affirmationen auszusprechen oder nur zu denken. Ich gucke ihn zum Beispiel mit Kaya an und denke so, ich bin dann so glückselig und das erfüllt mich so, wie er voller Hingabe und voller Liebe mit ihr ist oder wie er in der Küche aufräumt, wenn ich irgendwie mit Kaya beschäftigt bin. Das sehe ich alles nicht als selbstverständlich und natürlich auch der emotionale Part, dass er super viel Verständnis für mich hat, wenn ich überfordert bin oder gerade keinen Kopf habe für ihn und keine Zeit habe. Und ich versuche immer wieder, auch wenn ich ihm das nicht ausspreche, was trotzdem wichtig ist, einen Mann zu loben, positive Gedanken auszustrahlen, weil das kommt an. Wir bestehen aus Teilchen und positiv kommt an. Und deswegen ist es super wichtig, dass man nicht an die negativen Dinge kleben bleibt und immer sich darauf fixiert, weil das, was du ausstrahlst, kommt auch an. Wenn du die ganze Zeit denkst, er nervt mich, weil er das und das macht, das und das macht, dann wird er das immer wieder machen. Aber wenn du dich auf die positiven Dinge konzentrierst, denn davon gibt es sicherlich auch viele bei euren Partnern, dann bin ich sehr sicher, dass sich die nochmal verstärken. Das ist das, was du siehst am Ende des Tages. Aber sollte man nicht trotzdem, so, wir tun es ja auch, Dinge anzusprechen, die einen nerven, um einfach gewisse aber Reaktionen vorzubeugen. Einander auszusprechen ist was anderes oder sich zu bessern und zu sagen, ich möchte, dass es ab jetzt anders ist, das und das stört mich. Aber als zu sagen, oh, er nervt, weil er das und das macht. Die ganze Zeit das zu denken, ja, ja. Genau. Und mein Lieblingsspruch ist, we see things as we are, not as they are. Du sprichst das nicht aus. Immer wenn er was an mir zu meckern hat, dann sage ich, it's you, because you see things as you are, not as they are. Und dann denke ich die ganze Zeit nach und, hä, bin ich wirklich so? Denke ich wirklich so? Mache ich das wirklich so? Und es ist so, am Ende des Tages ist es so. Da erwische ich mich ja auch immer wieder selber. Wie hast du in der Schwangerschaft eine ausreichende Proteinzufuhr gewährleistet? Lies mein Buch. In Pflanzen gibt es en masse Proteine. Es ist vollkommen ausreichend, sich über Pflanzen Proteine zuzuführen. Der westliche Mensch, der ist überernährt an Proteinen und das ist auch nicht gesund. Deswegen in Pflanzen sind ganz viele Proteine. Nur mal nebenbei. Was wäre Kayas Name, wenn sie ein Junge geworden wäre? Da haben wir uns keine Gedanken gemacht. Keine Gedanken. Wir wussten es schon so früh. Am Ende war der Name ja eh in last second. Wo lebt ihr, in Berlin oder in London? Wir leben in Berlin zurzeit. Yes. Aber vermissen auch London. Ich vermisse London so sehr. Vorhin haben wir erst darüber gesprochen. Ich habe André heute Morgen gesagt, ich vermisse London. Also die Whole Foods, die Supermärkte. Oder einfach mal irgendwie so die Vielfalt an gesunden, coolen Cafés. Und ja, und ich hatte das Gefühl, weil alle ja über das Londoner Wetter meckern, das war viel, viel cooler, viel sonniger. Ja, der ganze Winter war eigentlich jeden Tag Sonne. Ja. Naja. Aber wir lieben auch Berlin. Also wir lieben Berlin auch. Natürlich, ist unsere Heimat. Wie groß und schwer war Kaya bei der Geburt? Groß 51 cm und schwer 3700. Ein paar Zeit. 41. War aber nicht so. Wer weiß das noch? Ne? Wann gibt es wieder neue YouTube-Videos von euch? Kochvideos. Kochvideos. Ja, ich hoffe bald. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, aber ich muss auch bald wieder. Ich habe auch echt ein neues Projekt am Laufen, was auch in der Küche stattfindet. Und deswegen bin ich so ein bisschen überladen. Und es ist eigentlich kein Platz gerade für dich. Ich kann aber euch verraten, vor 2 Tagen oder vor ein bisschen länger, wurde kräftig und fleißig hier in der Küche gekocht und neue Rezepte ausprobiert. Das sind seine Glückstage. Überragend schmecken. Also da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu.